Wir dürfen euch heute recht herzlich begrüßen. Wir sind im Steirer Schießzentrum. Wie ihr in den vorigen Videos schon gesehen habt, haben wir jetzt die 300 BAC gelohnt. Also hat Matthäus gemacht, wir waren schon bei uns am Schießstand, haben die Ladeleiter geschossen und wie es leider Gottes ist, dürfen wir bei uns im ganzen Waldviertel haben wir keine 300 Meter Stände und deswegen sind wir jetzt nach Werner Neustadt gefahren. Wir sind jetzt im Schießzentrum von Steyr und ich darf bitte das Wort übergeben, dass wir da zu dem Ganzen noch ein paar Informationen kriegen, um was es da jetzt genau geht. Sehr gerne. Willkommen auch von meiner Seite. Ich freue mich, dass ihr bei uns seid. Ich freue mich, dass ich euch ein bisschen was zeigen kann. Wir haben hier in der Anlage im Steyr Arms Jagd- und Schießzentrum die Möglichkeit zwischen 50, 100 Meter, 200 und 300 Meter und auch auf den laufenden Keiler. Sprich ein bewegtes Ziel, was natürlich auch wichtig ist, dass man es immer trainiert. Der eine übt es in der Praxis mehr aus, der andere weniger. Die 300 Meter Distanzen sind Distanzen, die teilweise, wie du richtig gesagt hast, über ethische Grenzen geht. Aber eine Papierscheibe hält das aus und dürfen wir uns auch trauen, da daneben zu schießen. Und dass dann die Kombination mit der Waffe, Optik und Kugel wirklich übereinstimmt, haben wir einfach die Möglichkeit, dass man es wirklich ausprobiert und nicht nur dem Vertrauen schenkt, was auf der Packung steht. Deswegen vielen Dank, dass ihr da seid und einen guten Start. Vielen herzlichen Dank. Dankeschön. So, ich darf euch wieder recht herzlich zu einem neuen Video von uns begrüßen. Wir nehmen euch heute mit am Schießstand. Matthäus, der Geist Alex, der Riegel Alex und ich. Und der Alex ist unser Bester der besten Schrottschützen. Der wird vielleicht den einen oder anderen Tipp aus seiner langjährigen Sportschützenkarriere preisgeben. Ja, wirklich. Das war's das auch. So, wir sind jetzt am Stand angekommen und werden jetzt einmal beginnen zu schießen. Wie gesagt, wir haben zum Glück den Besten der Besten mit und den werden wir jetzt einmal ein bisschen über die Schulter schauen. Grüß euch. Ja, also schießen tue ich seit gefühlte 22 Jahren oder so. Mit 8 glaube ich habe ich angefangen, das war mein erster Bewerb. Und ja, zum ganzen Ablauf beim Schießen ist immer wichtig die Handhabung der Waffe. Super ist halt auch natürlich, wenn man einen hat, der einem viel zeigen kann und viel erklärt. Und zur Konzentration, das ist das Um und Auf bei den Ganzen. Ich gehe halt immer her und tue mir immer die Patronen, wenn ich das Gewehr so am Fuß stehe habe, tue ich mir immer die Patronen, so wie es da anzeichnet ist, mit dem 12er, Kaliber 12, gerade dran, da kann ich mich halt besser konzentrieren und immer einen fixen Punkt auf 50, 60 Meter, wo halt ich das Ziel treffen will, draußen fixieren mit den Augen und so konzentriere ich mich halt. Manche gehen her und spielen, also singen sich ein Lied im Kopf vor, weil das halt viel bringt, weil sie sich ablenken mit dem Ganzen. Ja, wie man sieht, man kann auch aus dem Rollstuhl aus Tonhaben schießen. Es ist viel schwieriger, weil man hat nicht die Bewegungsfreiheit, man kann sich weniger nachtragen.
da ist halt ganz wichtig, vorüberlegen, wie fliegt die Taube, wie kommt's, wie muss ich meinen Rollstuhl herstellen, weil man kann sie ja nur aus der Hüfte ein bisschen korrigieren, ein bisschen nachdrehen. Das macht das Ganze ein bisschen schwieriger, was man sich halt vor einem Schuss überlegen muss. Ganz wichtig ist trotzdem üben, üben, üben. Das sind wir auch, wenn man Jäger ist, den Wild ist man verpflichtet. Wegen dem, bitte geht's schießen, tat's üben. Ja, wie der Alex schon gesagt hat, eins der für uns ganz wichtigen Sachen ist, dass wir immer sehr viel üben, sei es am Schießstand, sei es am Schießsimulator. Das sind wir wirklich unserem Wild schuldig und ich glaube jetzt nicht, dass da irgendwelche großen Ausreden gibt. Wir werden das Video heute jetzt nicht als ein großes Erklärvideo aufbauen, weil es bringt jetzt nicht viel, wenn ich daheim stehe und, oder daheim sitze und mache das auch her. Ich muss halt einfach am Schießstand raus und ich bin jetzt auch nicht so der Einser-Überschütze, aber ich muss rausgehen und ich muss üben. Weil nur daheim sitzen und am Stammtisch sitzen und gescheit reden, hilft uns am Wild nicht weiter. Also wirklich, nehmt euch die Zeit, die paar Mal im Jahr, fahrt auf einen Schießstand und übt. So, wir haben jetzt, wie ihr seht, das Schöne da ist, dass man sehr viele verschiedene Stände hat, dass man sehr viele Situationen nachspülen kann. Und das ist jetzt der klassische Waldviertler Waldhosenstand. Wir sind da ganz auf eng und da schauen wir jetzt einmal, ob wir da einen Hosen treffen oder einen Schneepfau. In erster Linie darf ich mich ganz herzlich beim Alexander, beim Josef bedanken für euer Kommen. Ist uns immer eine Ehre, wenn wir auch neue Gesichter bei uns am Schießzentrum sehen, die wir begleiten können und was Neues zeigen können. In dem Fall wart ihr ja selbstständig den ganzen Tag unterwegs und habt einfach bei uns angemeldet und habt euch die Tauben aufgebucht, was, glaube ich, sehr gut funktioniert hat. Traumhaft. Umso mehr macht es mir Freude, dass wir jetzt im Nachhinein wirklich ins Reden kommen und uns weiter kennenlernen und bedanken uns vielmals für euer Feedback. Bezüglich unserer Anlage, wir haben eine große Anlage, in Summe haben wir über 140 Maschinen, die unser Kollege, der Herr Gabo Beuer, designt im Sinne der Wurftaube. Das bedeutet, wir haben verschiedene Kategorien der Jagd und Sport. Darf ich dir das Wort übergeben, dass du kurz den Unterschied zwischen dem jagdlichen Parcours und dem sportlichen Parcours da noch einmal erklärst? Sehr gerne. Also meines Erachtens auch der jagdliche Parcours ist das wesentlich, dass jagdliche Distanzen eingehalten werden, 30, 40 Meter maximal, die Tauben auch jagdähnlichen Situationen wiedergeben und auch die Flugbahnen dementsprechend sind. Wobei sich das Sportliche in letzter Zeit immer mehr davon entscheidet, die Distanzen gehen immer weiter hinaus, bis zu 80, 90, 100 Meter, die Tauben immer schwerer werden, technischer Natur, die dann jagdlich eher weniger Sinn machen. Natürlich sportlich, aber eine schöne Herausforderung sind, die wir gerne ausüben und das versuchen wir auch hier immer, eine gute Mischung aus beiden den Kunden zu bieten. Ich möchte mich auch noch herzlich bedanken. Abgesehen von den hervorragenden Schießanlagen hier, möchte ich besonders erwähnen, dass das komplette Gelände barrierefrei ist. Selbst die Kantine ist barrierefrei, es gibt ein Behinderten-WC. Top!
So, wir bedanken uns wieder recht herzlich, dass ihr euch die Zeit genommen habt, das anzuschauen. Ich nehme mal ganz stark an, dass das für jeden sehr, sehr interessante Sache war. Es war für uns wirklich ein wunderschöner Tag. Also wir waren da jetzt in dem Schießzentrum, wir haben sich sehr gut aufgehoben gefühlt. Wir wurden sehr, sehr freundlich empfangen, obwohl keiner gewusst hat, wer wir sind. Was jetzt auch nichts Besonderes ist, was wir sind. Aber es war sehr schön, dass vom Anfang bis zum Ende alles eine zu 100% runde Sache ist. Und wir werden uns jetzt sicher öfter da wieder sehen. Vielen herzlichen Dank. Pfiat euch, Wertmannsheil.